Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses Wort aus Psalm 103 steht über dem heutigen Sonntag, über der kommenden Woche, und ich heiße Sie herzlich willkommen hier in unserer Kirche zum Gottesdienst. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, dass wir hier sind. Leider müssen wir in der Kirche, außer beim Sprechen, habe ich das Privileg, die Maske immer aufhaben. Aber wir dürfen singen, wir dürfen dann auch mit der Maske singen oder mitsummen, so wie es ist. Und um das geht es, um das Lob Gottes. Aber auf was richten wir den Blick? Geht es uns manchmal nicht so, das nehme ich bei mir wahr, so im Bitten oder im Klagen, da bin ich dann fast Weltmeister. So vielleicht wie, ein bisschen wie dieser Winzer, dieser Weinbauer, wenn es dann ein guter Jahrgang war, ein guter Wein, dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, euges Gewächs, euges Gewächs. War es eine schlechte Ernte oder eben ein bisschen saurerer Wein, hat er gesagt, so hat es der Herrgott wachsen lassen. Also, auf was richte ich den Blick? Auf das Gute? Sehe ich das Licht oder sehe ich es nicht? Wozu fordere ich mich auf? Darum geht es, dass wir Gründe finden, und dann wachsen, Gott zu loben. Und so sind wir jetzt hier. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm und lobe den Herrn. Meine Seele sing. Wie gesagt, mitsingen dürfen wir aus vollem Herzen. Bitte den König
Wir beten gemeinsam Psalm 103 und wem es möglich ist, den bitte ich, sich zu erheben. Wir beten diesen etwas längeren Psalm komplett gemeinsam. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Doch so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, all seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter. Lebendiger, dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir loben und preisen deinen Namen. Danke, dass wir jetzt in diesem Gottesdienst Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Danke, dass wir deine geliebten Kinder sind und du jeden einzelnen von uns wunderbar gemacht hast. Du weißt, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben, was uns umtreibt, freut oder belastet. Alle diese Dinge wollen wir dir jetzt in der Stille bringen. Danke, Herr, dass jedes Gebet, jedes Rufen bei dir ankommt. Auch in ausweglos scheinenden Situationen bist du da. Du bist allumfassend und hast alles in deiner Hand. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz.
dem besten Ziel. Du bist die Hoffnung in meinem Dunkel. Du bist alles, alles, was ich will. So viel Schönes darf ich sehen. Was mir da noch bleibt, das ist einfach nur pure Dankbarkeit. Meine Welt ist voller Farben, so wie ein Licht am Meer, so wunderschön leuchtend. Wo kommt das alles her? Es muss ja jemand geben. Als Schriftlesung hören Sie aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 24, und das ist auch der heutige Predigttext. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, bringt diejenigen zur Vernunft, die ihre geregelte Arbeit aufgeben. Steht den Ängstlichen bei, helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher sind, und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu. Betet unablässig. Dankt Gott für alles. Das ist es, was Gott von euch will. Und was er durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus. Missachtet die prophetischen Weisungen nicht. Prüft aber alles und behaltet nur das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Der Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch
unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird das alles tun. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielen Dank, Dieter, jetzt für diesen Abschnitt aus dem 1. Thessalonicher Brief am Schluss. Und da sehen wir es ja. Bringt zur Vernunft, habt Geduld, tut, macht. Und ich weiß nicht, wie es euch, wie es Ihnen ergeht, aber ich kann manchmal Ratschläge schlecht hören oder nicht hören. Und meistens stimmt ja das Sprichwort, es ist etwas dran, dass auch Ratschläge Schläge sind. Also ich kann Ratschläge nicht leiden, ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Und was haben wir da gerade gehört in den Sätzen des Apostels heute Morgen an die Thessalonicher, an uns? Je nachdem, wie man zählt, 12 oder noch mehr Ratschläge, auweia, ein ganzes Dutzend. Und außerdem, wer soll das alles schaffen? Immer fröhlich zu sein, zum Beispiel. Kein Wunder, wenn sich da die Ohren ganz schnell auf Durchzug stellen. So wie bei einem Kind, das so schnell verabschiedet wird, mit einem Schwall von guten Ratschlägen. Vergiss dein Vesper nicht, ess es auch auf, kick nicht mit den neuen Schuhen gegen die Steine, folg der Lehrerin, bohr nicht in der Nase. Oder auch bei Erwachsenen, überleg dir diese Entscheidung noch einmal so unter der Haustür. Und mit der Einstellung kommst du nicht so weit. Mag ja gut gemeint sein und stimmen. Aber gesunde Kinderohren, die schalten da manchmal wirklich auf Durchzug, so wie wir es da sehen. Aber auf der anderen Seite, da werde ich den Verdacht nicht los, dass uns der Apostel hier nicht einfach ein paar Ratschläge noch schnell als letzte Ermahnungen so um die Ohren haut am Ende seines Briefes, sondern dass es um viel mehr geht. Eigentlich um etwas ganz anderes. Wenn wir das nur als Ratschläge hören, bekommen wir das schnell in den falschen Hals. Denn Christsein, das besteht nicht aus moralischen Appellen. Oder dass wir das und das jetzt befolgen müssen. Sondern in der Gemeinschaft mit Christus leben wir. In seinem Licht. Sehe ich das? Sehe ich das nicht? Der auferstandene Herr, der aus Liebe den Weg ans Kreuz gegangen ist für mich und dich, den hat Paulus in seinen Briefen zuerst ganz deutlich und klar herausgestellt. In der Gemeinschaft mit Christus sollen wir heil werden, durch den Heiligen Geist. Und so habe ich vor einigen Tagen im Losungsbüchlein folgenden Text gelesen von Patriarch Athenagoras. Hier steht er, ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus in der Vergangenheit? Ist das Evangelium ein toter Buchstabe? Die Kirche ein bloßer Verein? Und das christliche Leben eine Sklavenmoral? Tu das, lass das. Ich sage immer, der Apostel musste auch Papyrus sparen. Er konnte das nicht einfach ausführlich alles aufschreiben, aber er hat uns Gutes mitgegeben. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, übersetzt die Basisbibel. Den Geist dämpft nicht, sagt Luther. Christus will uns doch durch den Heiligen Geist immer mehr in sein Licht ziehen, heil machen. Und das ist heute noch genauso wie damals, dass der Heiland in ein gutes, in ein heiles Leben führt. Und um dieses Heilwerden immer mehr, aus dieses Leben in der Fülle voller Farben, da geht es, Paulus, auch in diesen Sätzen. Dass dieses Leben als Christ immer weiter an Tiefe, an Weite, an Schönheit, an Vitalität gewinnt. Dazu will uns der Apostel helfen. Und als Ratschläge so schnell um die Ohren gehauen am Ende, da missverstehen wir seine Worte. Denn schon am Anfang seines Briefes dankt er, aus vollem Herzen dankt, für den Glauben und die Liebe zu Christus bei der Gemeinde in Thessaloniki, bei den Lesern, bei seinen Hörern. Ich danke Gott alle Zeit für euch alle in unserem Gebet.
schreibt er an die Thessalonicher. Ich danke meinem Gott, schreibt er, und bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Darum geht es, um das gute Werk Gottes an mir, an dir, an uns. Dass er weiterwirkt durch den Heiligen Geist. Oder wie Paulus das ein paar Sätze vorher sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass wir in seinem Licht wachsen, wie ein Pflänzchen, immer mehr, und uns nach seinem Licht ausstrecken. Heiligung, das ist überhaupt etwas sehr, sehr Gutes. Wir wollen ja heil werden und wir wissen es zu gut, wo wir nicht heil sind. An Leib, an Seele, an Körper, an Geist. Aber nicht darauf schauen, sondern sich ausstrecken nach seinem Licht, nach seiner Gegenwart. Und dieses Heilwerden beginnt schon hier und heute in diesem Leben und nicht erst im Himmel. Nicht erst dort. Dort wachsen wir hinein. Aber eure Heiligung, das ist Gottes Wille. Und darum geht es Paulus, dass wir aus dieser Fülle leben. Und dazu gibt uns Paulus am Ende seines Briefes diese Worte mit. Und ich möchte mal sagen, wie als wertvolle Samenkörner, dass wir sie zu uns nehmen und ins Licht Gottes stellen. Nicht aus eigener Kraft. Das machen, sonst scheitern wir. Aber als Samenkörner, aus denen gutes Leben hervorgeht, in der Gemeinschaft der Heiligen, unter uns Gestalt gewinnt. Samenkörner wollen diese Worte sein, die wir in sein Licht legen, die wir Gott hinlegen, damit sie Früchte bringen, Früchte des Heiligen Geistes, dass wir wachsen in der Gemeinschaft der Heiligen, so wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen von der Kirche. Aber was sind denn die Heiligen? Müssen wir da als Evangelische schnell zu den katholischen Geschwistern laufen oder finden wir die nur im heiligen Lexikon bei einem Franziskus, einer heiligen Alban, einer heiligen Elisabeth von Thüringen oder so weiter? Nein. Der kleine Martin, der war mit seiner Mutter einmal einkaufen. In der Stadt, auf dem Wochenmarkt. Dort, wo auch die Kirche stand. Und da hat der Steppke bemerkt, also die sieht ja von außen recht düster aus und staubig, die Kirche. Und auch die Fenster sind dreckig. Mutti, guck mal, die großen Fenster sind ja ganz dreckig. Die Mutter schweigt, aber sie nimmt den Buben an die Hand und sie geht mit ihm in die Kirche hinein. Und da waren die Fenster auf einmal, die von außen grau und schmutzig aussahen, bunt und leuchtend, in den hellsten Farben. Und da entdeckt der Martin auch vorne ein besonders schönes Fenster, wo der heilige Martin ist, und sie unterhalten sich. Und als ein paar Tage später die Lehrerin dann fragt, in der Schule zufällig, was denn Heilige seien, dann meldet sich der kleine Martin und sagt, Heilige, ein Heiliger, das ist ein Mensch, durch den die Sonne scheint. Ja, ein Mensch, durch den das Licht Gottes scheint. Und wir dürfen uns ins Licht Gottes stellen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen. Hier mitten unter uns, du und ich, Heilige. Dazu sind wir berufen, dass wir uns immer mehr ins Licht Gottes stellen und das durch uns hindurch scheinen lassen, Gott wirken lassen. Wie hieß es doch vorher in diesem Lied, Lichtermeer, das Sebastian Benoit Rauschmeier aus Westerheim geschrieben hat. Danke, Franzi, für dieses Lied und dass ihr es gesungen habt im Singteam. Meine Welt ist voller Farben, so wie ein Lichtermeer. Wo kommt das alles her? Da muss es jemand geben. So ein wundervolles Leben, das kommt nicht von allein. So viel Segen darf ich erleben. So viel Schönes darf ich sehen. Was mir da noch bleibt, ist die pure Dankbarkeit. Auf was blicke ich? Auf Christus und sein Licht. Ein älterer Bauer hat mal gesagt, suche Christus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Denn wie komme ich dahin zur Freude, zur Dankbarkeit, indem ich mich selber immer wieder auffordere, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, indem ich meine Seele gleichsam wie ein Kind an die Hand nehme und sie führe und mich im Inneren auffordere, und sage, ja, lobe den Herrn,
Meine Seele, vergiss nicht das Gute, was er dir getan hat. Ich ermahne mich, ich entscheide mich also, auf das zu schauen, was Gott schon getan hat. Und hoppla, jetzt bin ich irgendwie wieder bei Paulus gelandet, bei seinen Ermahnungen, bei seinen Aufforderungen. Und sie können mir und uns als Gemeinde helfen, zu einem Lichtermeer zu werden, der Liebe Gottes. Wie schreibt er doch? Achte darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch, Gutes zu tun, untereinander. Freut euch, betet. Dankt Gott. Und das macht er möglich durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Jetzt bin ich wieder bei ihm gelandet, bei seinen guten Worten. Und so will ich einfach noch drei herausgreifen. Weil das sind ja viel zu viele. Aber wir können sie immer wieder weiter in unseren Herzen bewegen. Drei herausgreifen als Samenkörner, um sie ins Licht der Sonne Gottes zu stellen, damit gute Früchte reifen. Freut euch immer zu. Erstens, betet unablässig. Zweitens, dankt Gott für alles. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, übersetzt Luther. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt als Forderung sehen, haben wir verloren. Aber wie geht das? Sich immer zu freuen? Das meint nicht eine Bombenstimmung. So, immer Spaß und Party haben. Nein, die Freude, von der Paulus spricht, ist eher eine stille Freude. Die kommt von innen heraus. Die wurzelt tiefer und tiefer. Spaß haben ist oberflächlich, vergeht leicht. Aber die Freude des Paulus trägt durch und die gründet in Christus. Freut euch im Herrn alle Wege, sagt Paulus. Es ist eine Freude darüber, dass Jesus da ist, mein Herr ist, auch mein Leben in der Hand hat. Ich bin nicht allein, in den schönen, aber auch nicht in den sperrigen Zeiten, auch nicht in den Corona-Zeiten. Und vielleicht ist es gut, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen. Vergiss das nicht. Er ist da, der dein Leben vom Verderben erlöst. Punkt. Egal, was mich bedrückt, was mich runterziehen will. Schau auf ihn. Jesus ist da durch den Heiligen Geist. Er, der sein Leben für mich gegeben hat und mein Leben in seiner Hand hält, ist stärker als alles. Streng dich nicht an, schau auf ihn. Geh mit ihm. Zweitens, betet ohne Unterlass. Betet unablässig. Das geht doch nicht. Ich will und kann doch nicht immer mit gefalteten Händen herumrennen und Gebete murmeln. Das wäre auch das Gegenteil von fromm. Das wäre das Gegenteil von lebenstüchtig. Das wäre frömmeln, das wäre scheinheilig, bei Gott und gewiss überhaupt nicht nützlich. Es ist sicher richtig, feste Gebetszeiten zu haben, andere vor Gott in der Fürbitte hinzulegen. Nein, dieses Betet ohne Unterlass, das meint, die Verbindung zu Gott steht und nimm sie wahr. Schau, dass sie intakt ist. Dass immer ein Fenster für Gott offen ist, wie auf einem Computer, auch wenn es minimiert unten ist und ich etwas anderes arbeite. Ich kann das Fenster zu Gott jederzeit anklicken. Es läuft, es ist intakt. Wenn so eine WLAN-Verbindung vom Computer nach draußen ist, eingerichtet ist, bedeutet das ja nicht, dass ich da immer mich im Internet herumklicke. Aber ich kann mich jederzeit einloggen. Oder ein offenes Ohr haben, dann macht es bling. Gut, bei manchen Dingen ist es wirklich wichtig, das abzustellen, dass nicht immer bling bling macht. Aber bei Gott, dieses Fenster soll offen sein, dass er mich auch ansprechen kann. Seminar dann. Übrigens, jetzt im September, hörendes Beten. Betet ohne Hinterlass, diese Verbindung zu Gott steht. Ich kann mich jederzeit an ihn wenden. Beim Autofahren, aber Augen offen lassen, klar. In der Warteschlange im Supermarkt, beim Spazierengehen. Es braucht keinen bestimmten Ort, keine bestimmte Zeit. Ich kann mich bei den alltäglichen Tätigkeiten einloggen. Und ich muss mich nicht anstrengen. Ich kann mir von der Seele reden, was mich belastet. Ich kann meine Freude mit ihm teilen. Das ist problemlos möglich, wenn die Verbindung zu Gott steht. Was für ein Vorrecht im Alltag, mit ihm so zu gehen. Sei dankbar, das Dritte.
Wie ist das mit der Dankbarkeit? Haben wir schon am Anfang gehabt. Nun, ein Freund von mir, der Vater einer aufgeweckten, aber damals aufmüpfigen Tochter, der erzählte einmal, der brachte die Kleine zu Bett und an diesem Abend war die stinkig und sauer. Und so fragte er sie immer vor dem Gute-Nacht-Gebet und auch diesmal, für was willst du heute Gott Danke sagen, für was kannst du Danke sagen? Antwort, gar nichts. Aber irgendwas Gutes wird dir doch einfallen, was Gott Gutes getan hat. Nee, überhaupt nichts hat er getan. Denk mal nach, du findest sicher was. Nein. Der Vater an der Bettkante der Kleinen, der will nicht aufgeben. Sag mir mal, sagt er dann schließlich, wie alt bist du? 7. Also, jetzt finde mal 7 Gründe, wenn du zurückdenkst, für ein Danke an Gott. Oh. Also danke, ja. Danke für die Oma Bertha. 1. Ja, und auch für den Opa Klaus. 2. Ja, auch danke für die Oma Clara. 3. Und so weiter. Also, schließlich war die 7 geschafft. Die Stimmung ein klein wenig besser. Und da blitzt es in den Augen der Kleinen auf. Die sah ihren Vater an und sagt, und wie alt bist du? 39, warum? Dann sag mir doch jetzt 39 Gründe für ein Danke an Gott. Tja, das mit dem Einschlafen und mit dem Licht aus, das war nochmal nach hinten verschoben. Seid alle Zeit fröhlich, betet unablässig, dankt Gott für alles. Wenn ich auf mich selber sehe und auf meine Kraft, sind das fromme Wünsche, irreale Ratschläge. Aber wenn ich sie als Samenkörner nehme, wo ich auch scheitern darf, aber sie im Glauben immer wieder Gott hinlegt, voller Vertrauen, dann kann aus düsteren, aus staubigen Menschen er Menschen machen, durch die das Sonnenlicht seines guten Geistes scheint und Gutes tut, hinausstrahlt. Dann kann Erstaunliches geschehen. Ich werde Heiler und andere auch. Und dass wir miteinander als Gemeinde immer mehr so ein Lichtermeer werden, einzelne Leuchtpunkte, weil wir das Licht sehen. Und auf das Licht unseres Herrn sehen. Auf seine Schönheit, auf seine Liebe, auf seine Güte. Darum geht's. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen. Und wir singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Bye.
Und so lasst uns noch einmal beten. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Danke, Herr, für all das Große, das du getan hast. Und dass deine Tür offen steht durch Jesus, dass wir dich Vater nennen dürfen. Dass du immer nur ein Gebet weit entfernt bist. Danke, Herr, für deinen Segen, für die Ströme der Liebe. Aber du weißt ja, wie das ist. Wenn ich gesund bin, dann nehme ich alles als selbstverständlich hin. Wenn etwas zwickt, dann fängt das Klagen an. Danke, dass du uns immer wieder den Blick weitest, dass wir auf dem Weg sind, dir entgegen. Schärf uns weiter den Blick für das Wichtige in unserem Zusammenleben mit anderen, im Privaten und auch in der Gemeinde. Und dass wir deine guten Wörter in unser Herz nehmen und sie dir hinlegen in dein Licht, dass du Gutes schaffst, dass wir heil werden und deine Farben und dein Gutes sich ausbreitet hier an diesem Ort, in den Familien, in den Nachbarschaften, den Beziehungen, hier in diesem Land. Schenk, dass gegenseitige Liebe und Achtung unter uns ihren Platz haben. Und danke, dass wir auch mit unseren Bitten vor dich kommen dürfen. Du kennst den Alltag, der viele jetzt wieder erwartet. Geh mit hinein in die Anforderungen und in die menschlichen Beziehungen. Sei auch bei denen, die keine Arbeit haben. Lass sie uns nicht aus dem Blick verlieren, sondern ihnen mit Freundlichkeit, mit Achtung begegnen und ihnen zu helfen, wo uns das möglich ist. Und auch da kannst du uns gute Ratschläge geben. Wir bitten dich für die Menschen in unserer Gemeinde, die krank sind, an Leib, Seele oder Geist, die körperlich oder die seelisch Angeschlagenen, legen sie vor dich und bitten dich um dein Wirken, dass du durch sie hindurch scheinst und sie heil machst. Richte sie auf und öffne auch uns die Augen, wo ein anderes, eine andere uns braucht. Lass unser Miteinander geprägt sein von deiner Gegenwart, dass wir uns jeden Tag in dein Licht stellen und durchscheinend werden für deine Liebe. Und das tut zuerst uns gut, tief innen drin. Und leite uns so auf dem Weg durch deinen Heiligen Geist, durch dein gutes Wort. Halte deine Hand über uns, bis du wiederkommst, Jesus. Mit deinen Worten beten wir mit allen Christen dieser Erde gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe noch ein paar Infos. Sie können gern noch einmal Platz nehmen. Die Kollekte des Opfers ist heute für die eigene Gemeinde bestimmt und dann
haben sich manche vielleicht gewundert, warum ist heute weiße Talar dran, ist doch gar nicht Weihnachten oder Ostern. Aber um 11.30 Uhr im zweiten Gottesdienst sind vier Taufen. Darum. Und darum bitte ich Sie, dann einfach draußen weiter zu schwätzen und die Kirche dann zügig nachher zu verlassen, dass wir hier umstohlen und lüften können. Und zur Taufe gebracht werden Emilia Mangold, Lea Wirz, Toni Schwenkschuster und Matthäa Gast. Nächsten Sonntag um 10 Uhr ist Segnungsgottesdienst, das heißt, es gibt die Möglichkeit, sich persönlich segnen und für sich beten zu lassen. Und ab 11.30 Uhr ist dann ein Sommergrillen des evangelischen Bauernwerks im Haufental. Grillgut und Geschirr bitte selber mitbringen. Wer nicht weiß, wo das ist, einfach fragen. Und bevor wir jetzt weitergehen, wollen wir uns noch einmal ganz bewusst innehalten. Wollen wir noch einmal uns ganz bewusst in Gottes Licht stellen und unter seinen Segen und uns das zusingen lassen und durch uns hindurchgehen lassen, der Herr segne dich. Sei dir gnädig mit dir, sein Angesicht.
Ja, geht als Gesegnete. Gottes Liebe scheint durch euch hindurch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Nicht erkannt mit so, es ist einfach so künstlerisch.